Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Fountain of Youth. Ja, wir waren hier beim letzten Mal ein bisschen Bananenbäume im Stream am Sammeln. Leider war die Qualität jetzt nicht so geil. Ich habe da streamtechnisch nochmal ein bisschen was umgebaut. Aber naja, da müssen wir halt jetzt mit leben, dass die Qualität bei den zwei Videos jetzt nicht so geil war. Lass mal gucken. Essenstechnisch sieht es gar nicht mehr so gut aus bei uns, ne? Habe ich nicht sogar, warte mal, Character? Ich habe keinen Punkt zur Verfügung. Schade, schade, schade. Ich würde nämlich gerne noch in Essen reingehen, weil bei Essen können wir nämlich wahrscheinlich dasselbe nochmal machen, ne? Genau, plus 5 Nahrungsbonus. Wäre halt ultra sexy. Aber sehe ich gerade nicht. Aber trotzdem, Essen sieht gar nicht so gut aus bei uns. Kann ich das hier reparieren? Kein Stock. Wir müssen was essen. Die würde ich am liebsten nicht benutzen. Das hier kannst du knicken. Bananen, ja, ist halt. Chance auf Verdauung, okay. 3%. Ja, müssen wir machen, ne? Ich habe noch Vergiftung irgendwie. Lass mal weitergehen. Wir haben. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Wir haben noch. Ach so. Kokospflaume. Brot. Ja, vielleicht sollen wir mal zur Brotfrucht. Zum Brotfruchtbaum. Lass mal noch probieren, da hinzukommen. Brotfruchtbaum. Brauchen wir Stöcker, ne? Ich probiere mal an die Stöcke hier noch zu kommen. Dann können wir nämlich mal unsere Werkzeuge ein bisschen reparieren. Aber wenigstens hier bei der Tageszeit siehst du wenigstens die Schlange gegebenenfalls so rechtzeitig, bevor sie dich wegnaschen. Oder auch nicht. Alter, du siehst sie nicht. Ich korrigiere. Man sieht sie einfach nicht. So. Einfach ein bisschen slowly laufen. Dann passt das schon. Dann machen die halt rechtzeitig vorher auf. Und dann kann gar nichts passieren. Brotfrucht bauen. Bitte biete mir gute Sachen. Bitte biete mir Nahrung. Ist das der? Der bringt gar nichts, kann das sein? Guck mal, das ist jetzt der Brotfruchtbaum. Da ist halt Pilzzunder dran. Können wir von mir aus nehmen. Der bringt halt gar nichts, sehe ich gerade. Ach doch. Ah, alles klar. Lass uns die Dinger wegschneiden und dann gucken wir mal, was uns die bringen. Frisch geerntet, 5 Essen. Oh, das ist alles nicht so geil. Ist alles nicht so geil. Brauche ich eigentlich mal vernünftige Nahrung, ne? Wildhuhn. Wahrscheinlich bringen uns Hühner sogar noch mit am meisten. Würde ich mal fast schon so behaupten. Hier oben geht es noch weiter in die Berge. Anscheinend kann man da auch noch hin. Ja, ich würde gerne mal probieren, heute vielleicht oben auf das Podest drauf zu kommen. Ich bin mir noch nicht so sicher, inwiefern mir das gelingen wird. Ich laufe erstmal hier noch so ein bisschen. Hibiskus, da haben wir die Dinger. Hier haben wir halt noch lange Stock. Lange Stock brauchen wir, glaube ich, auch noch ein paar, oder? Ich weiß nicht mehr, wie da der letzte Stand war. Ich würde gerne erstmal wieder probieren, zurückzufinden, glaube ich. Wir müssen uns ja das Ding zum Beispiel bauen. Lian, Lian, Lian. Lass zurückgehen. Aber wir werden noch. Oder haben wir Lian schon mitgenommen? Ich guck mal eben. Haben wir neue, frische Lian? Wir haben keine Lian. Doch, wir haben. Ja, doch, 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 doch. Das reicht. Das reicht. Dann lass mal zurückgehen. Wir gucken mal, ob wir hier den Fuchs noch mitnehmen können. Gucken, ob ich ihn finde. Ich mache mit dem noch tot. Irgendwo hier läuft er rum. Da ist er. Wow. Ich wusste jetzt nicht, wie nah kann man ran? Hat funktioniert. Sehr gut, der Meisterjäger hier. Ich bin noch der Meinung, dass man irgendwie. Ich habe keine Ausdauer mehr dafür. Ich bin der Meinung, dass man Tiere maybe auch tragen kann.
Okay. Ich. Links, rechts, Schlangen. Perfekt. Ernten. Kein Werkzeug erforderlich. Kann ich den jetzt mitnehmen? Kann ihn nicht mitnehmen. Aber warum nicht? Ich war der Meinung, dass das ging. Warte mal, maybe wenn ich die Hand leer mache. Wurfmodus. Zurück ernten, alles ernten. Ne, man kann ihn nicht nehmen, ne? Schade, für umsonst getötet. Ja gut, pass auf, dann Fett brauchen wir nicht. Dann lass hier mal noch ein bisschen Fleisch rausnehmen. Hier rohes Fleisch, schneid mal alles raus. Ich hoffe mal, dass... Ah, warum nicht? Wir haben kein Schneidewerkzeug, perfekt. Und dafür brauchen wir Stein, haben wir auch nicht mehr, perfekt. Oha! Wir besitzen keinen Stein mehr. Ist alles dreckig, Mann. Ich bin der festen Überzeugung, dass man die mitnehmen kann, ne? Naja, gut. Schade. Dann müssen wir das ja alles liegen lassen. Jetzt geht nach Hause. Wir müssen schlafen. Haben wir aber jetzt wieder fett eine bekommen, ne? Oh, Mann. So ein Wildschwein, es kann aber auch zu lang. Ich spüre es immer noch im Becken. Ich glaube, es hat mir ein paar Beckenknochen verschoben. So, Laufrichtung ist korrekt. Wait a minute. Ach nee, hier waren wir schon, ne? Waren wir hier schon? Erreiche den Standort in der... Nee, Leute, hier waren wir noch nicht. Gegenstand fallen lassen. Nee, okay, nee, anscheinend Sachen, die wir aufnehmen können, die können wir... Oh, was haben wir hier? Rezept für einen Bärenkompott. Ja, Mann! Sarah kann Bärenkompott machen. Was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Brief. Oh nein, Karte Bergpfad. Diese Notiz wurde von den Spaniern hinterlassen, die Insel lange vor uns besuchten. Das Bild zeigt einen Bergpfad und die Stelle, an der sie ihren Freund verloren haben. Es sieht so aus, als ob sie ziemlich hoch in den Bergen klettern konnten. Ort Insel der Hoffnung. Wo ist das denn? Okay. Haben wir das jetzt eingezeichnet bekommen? Da, ne? Ja, wir müssen sowieso noch so einiges uns besorgen. Hier haben es auch jemanden verloren. Oder ist das das hier? Ne. Hier haben wir noch was. Tafel, verlassenes Camp. 30. Oktober 1496 nach Christus. Wir erklären diese Insel zum Eigentum der spanischen Krone. Vor zwei Wochen befahl uns Captain der Pinta zu verlassen, um diese Insel zu erkunden und uns mit Wasser und Vorräten einzudecken. Die Insel erwies sich als Hölle auf Erden. Hier haben wir die schlimmsten Tage unseres Lebens erlebt. Wir haben uns eingedeckt und verlassen diesen verfluchten Ort. Aber wir lassen viele unserer Kameraden hier zurück. Salvador Avila ging am letzten Tag zum südlichen Brunnen und kehrte nie zurück. Lucas Solero starb an einem Schlangenbiss, begraben im Lager. Felipe, oh nein, das ist er hier. Felipe Valdez ging in den Wald, um Pilze zu suchen und kehrte nie zurück. Luis Herrera wurde in einer Berghöhle von einem Stein erschlagen. Der Ort seines Todes ist auf dem Papier markiert.
Ja, krass, die haben ja alles hier verloren, ne? Die haben hier Gott und die Welt verloren. Schade. Da ist ja nicht mehr viel von dem Trupp übrig. So, wir müssen mal langsam uns beeilen. Ist das Wildschwein hier wieder da? Ich hoffe mal nicht. Grundsätzlich brauchen wir eigentlich... Oh nein, 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 nein. Ach, da oben drauf, Alter. Boah! Die wirkt ja mal gar nicht aggro da oben drauf, ne? Das hier würde ich auch gerne mal mitnehmen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Nehme ich jetzt mit. So. Och, das kann nicht sein. Aua! Todeskappe? Zugefügt. Todeskappe. Nehme ich mit. Stein wäre noch geil. Finden wir aber nicht. Wir haben halt gar keine Steine, ne? Wahrscheinlich werden wir welche brauchen, aber naja. Was willst du machen? Wo ist unser Camp? Da ist unser Camp. Ich will nicht sagen, aber unser Camp ist schon weit weg, ne? Keine Schlangensicht. Ein Giftpilz, man kennt sie. Okay, wir können loslassen. Glaube ich. Freie Bahn. Da müssen unser... Ja, genau. Da müssen wir hin. Oh, wir haben es wieder mal geschafft. Wir sind aus der Hölle raus. Hier am Strand geht es uns wesentlich besser. Ich frage mich, ob die Steine hier noch irgendwas zu bedeuten haben. Bestimmt unterirdische Tunnelsysteme, wo wir hier Gott und die Welt finden. Jetzt wird es dunkel. Wir sind krass vergiftet. Wir sind richtig krass vergiftet. Zum Glück haben wir... Nee, rohes Fleisch können wir jetzt gar nicht mitnehmen, ne? Das heißt, wir können immer noch nicht wirklich was essen. Vielleicht kriegen wir irgendwas gekocht. Wir haben ja Bananen. Vielleicht können wir einen Bananeneintopf, Bananensuppe. Man kennt sie, ne? Ein bisschen Salzwasser, ein paar Bananen reingeschnippelt. Schon hast du eine schöne, leckere Bananensuppe. Will doch jeder von euch mal probieren. Gekocht von mir. Höchstpersönlich. Noch ein bisschen reingespuckt, damit es erträglich ist. Das ist die geheime Würze. Geheime Zutat. Ein Liter Spucke, damit man es essen kann. Ja, schade, dass ich höchstgradig vergiftet bin. Habe ich eigentlich noch von Schlangenschwanz. Skorpion haben wir nicht mehr, ne? Eigentlich müssten wir... Wir müssten eigentlich in die Höhle. Skorpione killen. Wir hatten ja keinen Speer. Wir können jetzt in die Höhle gehen, alle Skorpione killen. Dann haben wir auf jeden Fall ganz viel Gegengift. Ich würde auch gerne probieren. Oder haben wir hier vielleicht noch einen drin? Nee, ne? Ich würde auch gerne probieren, mal in der Höhle ein bisschen tiefer reinzugehen. Frische Haut. Ja, 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 frische Haut. Nee, leider nicht, leider nicht. Wir haben nicht viel. Das ist ja ärgerlich. Würmer. Wir haben sogar Würmer im Inventar. Kann geil sein, muss aber nicht. Alles platzieren, das heißt, ich mach mal... Oh. Okay, ich habe jetzt überwiegend alles in die Kiste getan. Jetzt ist sie voll, okay. Sollte ich erst ein bisschen schlafen? Weiß ich nicht. 7 Stücke haben wir. Komm, dann machen wir mal welche rein. Oh, wir haben gar keinen Anzünder mehr. Repair. Ja. So, noch 8 Energie. Oh, das wird langsam knapp. Das Dumme ist, dass du das hier halt so gut wie gar nicht ankriegst. Eine 35%ige Chance. Voll machen Level 3. Oh ja. Okay, jetzt wird gebraten, Leute. Jetzt wird gebraten. Guck mal, Bananen können wir tatsächlich abkochen. Stoppen, okay. Wir stoppen das Ganze, weil wir haben... Ja, wir haben halt keine Ausdauer mehr, ne? Wir haben keine Ausdauer mehr. Scheiße, Mann. Oh, 10 bringen die. Oh mein Gott, Bananen sind ja gut. Bananen sind ja ultra gut. Ich koche die anderen auch noch, komm. So. Was können wir noch machen?
Wir könnten... Oh, warte, Eier haben wir. Wir haben Eier. In der Kiste, glaube ich. Wir haben alle Eier gegessen. Sehr gut. Wir haben nämlich keine Eier mehr. Sehr gut. Scheiße. Oh mein Gott, da hätten wir uns eine richtig leckere Mahlzeit jetzt machen können. Das haben wir alles nicht mehr. Da haben wir noch einen. Ja, ist jetzt... ja, gut. Skorpion haben wir auch nicht mehr. Ich glaube, Verbände haben wir noch, ne? Ich mache mir mal trotzdem noch einen. Und dann geht's schlafen. 4 Stunden. 8 Stunden pennen. Man hält sich hier gerade so am Leben in dem Spiel. Das ist der helle Wahnsinn. Was mache ich jetzt eigentlich mit reife Banane? Okay, und die unreifen habe ich jetzt... Erstmal noch das hier. Unsere Schuhe sind auch kaputt gegangen. Hatten wir uns nicht einen Bogen gebaut? Schwacher Bogen. Den haben wir. Wir wollten noch einen Gürtel bauen. Genau, dafür brauchen wir 2 von denen. Die hatten wir, glaube ich, auch nicht mehr. Haben wir jetzt aber. Liane. Haben wir die komplett hier ins Lager getan? Scheint so. Haben nur eine reingetan, ne? So, Liane. Wow. Ah, wir haben die Blätter nicht mehr. Die habe ich da aber auch ins Lager getan, oder? Davon haben wir doch einige. Ja, hör mal. Kein einziges. Gar nichts. Hier mittlerweile Wasser drin. Nein. Die Wasserstände sind so useless, Leute, weil da einfach nie Wasser drin ist. Es ist der helle Wahnsinn. Da ist nie Wasser drin. Was soll ich machen? Jetzt können wir uns den Gürtel craften. Geil. So, Gürtel ausgerüstet. Jetzt müssen wir mal gucken. Das hier können wir immer noch nicht reparieren. Aber ich glaube, mir geht es jetzt soweit gut. Dann was macht mein Gewicht? 30. 30, 30, 30. Das können wir mal hier noch zurückpacken. Boah, von denen haben wir langsam echt gut was. Pilzzunder. Können wir noch wegpacken. Ja, wir haben halt ganz viel Essen auf jeden Fall noch dabei. Das hier können wir probieren, gleich zu reparieren. So, wir... Oh ja, doch, das ist gut. Das ist... Gut. Jetzt müsste sich das ja eigentlich füllen. Wir sind nicht sicher hier. Scheiße. Okay, ich renne in die Höhle. Wir rennen jetzt ganz, ganz fix in die Höhle rein. Bevor wir uns erkälten. Scheiße! Genau jetzt fängt es an zu regnen. Das schaffen wir nicht, ne? Ich glaube, wir erkälten uns vorher. Vor allem bin ich mir auch gerade gar nicht so sicher. Oh, schon die Hälfte. Ah, das haben wir noch gebraucht. Das mussten wir nehmen. Für unsere Rüstung. Damit wir die wieder mal ein bisschen reparieren können. Ah. Wo war denn der Höhleneingang? Als ob die so weit weg war. Da, okay, gut. We are safe. We are safe. Zumindestens. So, da können wir uns ja erstmal ein bisschen... Kann ich hier gegen Gift craften? Nee, ne? Das muss ich auch am Lagerfeuer machen. Aber wir sind halt schon ein bisschen vergiftet. Leichte Vergiftung.
Medizin nehmen, möglichst viel essen und trinken. Ja gut, das machen wir, ne? Warte, ich esse mal hier wieder so ein paar von den Bananen. Aber wenn wir wollten, können wir uns jetzt heilen. Das ist okay. Wir haben ein Lagerfeuer. Ich könnte mir theoretisch... Wollen wir es probieren? Pass auf, ich mache mal zweimal Brennstoff. Es dauert halt... Okay. Zweimal hier. So, wir haben uns... Ich mach nochmal Kohle. Ich weiß nicht, ob wir das eventuell jeden Moment brauchen können. So, jetzt kann ich mir das Gegengift erstmal gönnen. Ah, läuft, läuft, läuft. Uns geht's gar nicht mal so verkehrt. Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wie wir da hochgehen. Lasst gerne ein Abo da, Daumen nach oben, Video liken. Bis dann, Leute.